Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Coronavirus-Update um 17:45 Uhr am 15.04. Wir haben die aktuellen Zahlen für MV und gleich mal kurz nebenbei erwähnt. Schulen sollen wieder öffnen, bereits ab Januar, Februar, März, April, ab Mai. Ab 4. Mai soll es wieder losgehen mit einer Teilsöffnung. Soll, kann, das ist noch alles eine Sache, wie sich der Virusfall entwickelt. Genauso auch die Maskenpflicht kommt wahrscheinlich nicht. Ja, finde ich persönlich traurig. Es bleibt bei einer generellen, dringlichen Empfehlung, aber sie machen es nicht zur Pflicht. Warum? Ja, die Zahlen sind einfach zu gering, um da eine Pflicht draus zu machen, behaupte ich jetzt mal so. Aktuelle Zahlen für Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben heute Stand, den 15.04., wie schon erwähnt, 633 Infizierte. Das heißt 10 neue gegenüber dem Vortag. Rostock hat 74 gemeldet, Landkreis Rostock 54, damit 10 für Gesamt-Rostock. 128 Corona-Infizierte für Gesamtrostock, also Rostock und Landkreis. Und als Gegenpendant Schwerin, Landeshauptstadt Schwerin, hat 87 Corona-Infizierte. Offizielle. Denkt dran, die Dunkelziffer ist wie immer höher. Ja, wie die ganze weiterentwickeln wird, was nun genau beschlossen wurde und so weiter, konnte ich jetzt nicht vernehmen. Ich muss immer Gassi gehen mit dem Hund. Aber ich werde darüber morgen vielleicht berichten in einer Corona- Sonderausgaben mal wieder und wie gesagt, sollte die Maskenpflicht nicht kommen, kann man mal wieder nur den Kopf schütteln über so viel Ignoranz von der Bundesregierung. Also, bis dahin, bis morgen und haltet die Ohren steif. Bleibt gesund, folgt mir auf Instagram unter MarcoLorenz-YouTube, euer Marco Lorenz. Schönen Abend noch, bis morgen zum Donnerstag. Gerade überlegt, ob Tag morgen ist. Bis morgen Donnerstag, den 16.04. Also, entweder zwei Videos oder ein Video morgen. Tschüss. Schönen Abend noch.